Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wart ihr heute auch bei den Bienen? Bei uns war es gerade mal 19 Grad laut Temperatur im Auto, Thermometer im Auto. Also richtig schick und es war auch wirklich warm. Und ja, und dann fange ich an und sehe schon, das zweite Volk hat ein Problem. Das habe ich schon am Flugbetrieb gesehen. Da fliegt was. Also es ist nicht so, dass es leer ist, aber die haben definitiv ein Problem. Und jo, da geht es dann weiter. Auch nicht so schön. Aber naja, man kann nicht alles haben. Ich muss die Windeln sauber machen, weil ich 3 Wochen jetzt kontrolliere, wie der Varroa-Fall denn ist. Jetzt nach dem Winter. Da ich im letzten Jahr nur zweimal behandelt habe, kann der relativ hoch sein. Ich bin mal gespannt. Und ich hoffe natürlich auf Unterschiede, deswegen kontrolliere ich alle Völker und hoffe mir da ein paar Ergebnisse, die mich da weiterbringen. Mal gucken. Ja, es ist halt spannend, wie jedes Jahr. Aber hey, sie fliegen wieder. Ja, die Windelreinigung. Man kann es sicherlich verbessern. Ich benutze immer den Stockmeißel als erstes. Dann benutze ich einen trockenen Schwamm, weil das funktioniert wie Sandpapier. Da kriege ich doch einiges ab mit. Und da ist auch so, der Schmodder ein bisschen feucht ist, habe ich dann auch Feuchtigkeit dran. Und dann benutze ich noch das Trockentuch für den Rest, das Finish im Grunde. Und dann kann ich es wieder erkennen, was Varroa ist und was nicht. Ja, so die Theorie und Praxis bei mir. Wie macht ihr das mit dem Windelreinigen? Weil das Zeug kann ganz schön fest und hartnäckig sein, so nach dem Winter. Weil ich habe es ja die ganze Zeit drin gelassen. Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ihr habt gesehen, ich mache die Windeln sauber, weil jetzt wird gezählt. Es ist jetzt mittlerweile 18 Grad. Wir haben, welchen haben wir denn heute? Den 14.3. Jo, hat ein bisschen länger gedauert bei uns, dass man da wirklich rangehen konnte. Und ja, die Folie würde das verhindern. Aber heute wird auch nicht groß durchgeguckt, sondern nur einmal geguckt, wie weit so die einzelnen Völker sind und ob ich Futter geben muss. Ich hatte im letzten Jahr von dem Joel tatsächlich Rähmchen bekommen, die hier an der Seite so eine, wie sagt man, Ecke haben statt dieser ganzen Fläche. Die haben sich eigentlich ganz gut bewährt, wenn das Propolis warm ist. Wenn das Volk so schön stark ist wie hier, ist das auch so. Und da habe ich schon das, was ich eigentlich sehen will, wo ich auch nicht mehr nachgucken muss. Man sieht, es ist Futter da. Naja, so ungefähr sieht man es. Ja, ich gucke nur einmal nach, ob hier noch Brut ist, wie weit die sind und dann gucken wir weiter. So. Weil viel Aufreißen macht jetzt noch nicht so viel Sinn, weil morgen wird es wieder kalt und ich wollte eigentlich nur nach Futter gucken. Und ihr seht, ich habe hier lange nicht reingeguckt. Wahrscheinlich werden es die einen oder anderen sehen. Was ich nämlich angestellt habe, ist noch zu sehen, ich habe natürlich umgeweißelt,
und hier Königin reingesetzt. Und ich lasse die dann tatsächlich einfach in Ruhe. Ohne da viel zu rumzuspinnen. No. So, da gucken wir mal, ob wir da Königin finden. Und Brut. Brut würde mich erstaunen, weil es war sehr kalt. Aber die könnten angefangen haben. Ja, einzelne sind, die sind gerade dabei, die erste Charge sozusagen durchzuziehen. Ich zeige euch das mal eben. Dafür muss ich euch aber einmal hier herausnehmen. Weil damit man es auch sieht. Ne? Weil sonst könnte ich euch ja einen vom Pferd erzählen. Das will ich nicht. Also, was sehen wir? Ja. Da ist zum Beispiel ein wenig Brut geschlossen. Ah, ob man es richtig sieht, glaube ich nicht. Ich glaube, ich brauche wieder die andere Kamera. Ja, ab und zu seht ihr hier so eine verschlossene Zelle, aber im Großen und Ganzen wärmen die so, dass ich behaupte, hier ist ein bisschen auch schon verdeckelte Brut drauf. Aber die beginnt in der Mitte und geht dann nach außen. Das bedeutet, wir haben hier echt noch den ersten Brutzyklus vor uns. Und davor haben die noch nicht gebrütet. Dafür sehen die aber sehr entspannt und schön aus. Ne, manchmal sieht man es da. Jo. Jetzt gucke ich nur, ob es auch die richtige Königin ist. Da unten ist sie. Ich habe sie gesehen. Und sie hat ein Zeichen und sollte daher eine inselbegattete Königin sein. Vom letzten Jahr, die in die Prüfung geht. Deswegen auch die Varroa-Schublade mal gesäubert. Ja, ich mache da immer nicht groß Aufhebens drum, aber da ist sie. Ja. So. Und da ist auch schon mehr verdeckelte Brut. So sollte es sein. Aber wie gesagt, solange man da in der Innenseite kein großes Loch sieht, sind die noch erst dabei, ihre erste zu machen. Und deswegen sollte man so wenig wie möglich stören. Und das werde ich jetzt auch tun. Das heißt, das Volk hier ist gut. Und es ist auch noch die Königin da, die ich haben will. Deswegen ich den ganzen Kladderadatsch mache. Und dann lassen wir das auch so. So. Zurück. Kommt der Deckel drauf und wieder zugemacht. Ja, jetzt fange ich mit dem anderen, dem nächsten an, mach das fertig und dann gucken wir mal. Da sieht die Windel anders aus. Ich habe sie gerade leider umgestimmt, aber ihr habt gesehen, das ist, da liegt ziemlich viel Schmodder. Es ist nicht richtig nach Waben gekennzeichnet. Vielleicht habe ich eine Maus drin. Mal gucken. Kann alles passieren. Der Schwamm ist tatsächlich trocken gewesen.
hat sich bei mir so bewährt, weil der wird feucht genug durch das, was da so drauf liegt. Und wenn ich das gelöst habe, kann ich es halt ganz leicht abwischen und dann ist die schnell sauber. Gibt wahrscheinlich noch schnellere Methoden, aber die haben sich bei mir hier so verfestigt, dass ich sagen kann, damit kann ich am einfachsten arbeiten. So, perfekt ist anders, aber für mich reicht's. So, jetzt ziehen wir einmal um. Das ist ein Zweizager. Und wie gesagt, hier könnte natürlich eine Maus drin sein. Mal gucken, ob ich euch hier noch ein bisschen anders einstellen kann. So. Ja. Und wie seid ihr so durch den Winter gekommen? Ihr als Imker. Viel krank gewesen, weil viele leiden gerade darunter, dass viele Erkältungen da sind. Und das ist auch immer spannend. Ja, also viel zu lange drin gelassen, klar. Leer war's. Aber ist halt auch nur ein Einwegartikel. Das finde ich noch nicht so optimal. So, jetzt gucken wir, was hier los ist. Also Volk ist da, aber sieht deutlich schwächer aus. Und man kann immer zwischen die Dings gucken. Da sehe ich, was etwas unschön ist. Futter ist hier. Ich zeige es euch. Ne? Aber es ist immer eine Pracht, loszumachen. Ich mache extra nicht alle auf, weil ich hoffe, dann immer ein Widerlager zu haben. Manchmal klappt es nicht. Aber es ist halt, wie es ist. Also Futter ist hier da. Aber was hier nicht so schön ist, da. Na, wenn man von oben das sieht, ist das keine gute hier an der Seite auch ausgefressen. Es ist also eine geschlüpft. Aber ob die wirklich zum Zuge gekommen ist, das bezweifle ich dann doch sehr stark. Die sind später weißellos geworden, wo sie nicht mehr so viel Brut hatten. So wie sie sich verhalten, sind sie auf jeden Fall, dürfte eine Königin dabei sein. Weil sie eng sitzen, behaupte ich das immer. Im unteren Bereich ist nichts. Ein Drohnen haben wir. Aber ein Drohnen macht keinen Frühling. Nee, Königin sehe ich nicht. Da irgendwo was. Also das Volk beobachte ich und werde mal schauen, dass ich es irgendwie vereint bekomme. Es hat noch keine Brut. Das bedeutet, ich kann es aufsetzen und fertig. Eine Jungkönigin. Habe ich nicht gesehen.
Nee. Setz dich auf. Hat so keinen Wert. Das sieht man auch sofort an der Masse der Bienen, wenn das nur so, das sind ja 3-4 Wabengassen, das ist jetzt nicht wirklich viel. Da ist halt nichts, was noch anfangen kann, wirklich Brut zu machen. Wenn sie eine Königin hätten, wäre das was anderes. Na, auch so kleine Einheiten können das schaffen. Wenn alles passt. Man darf es eben nicht immer unterschätzen. Ich will nur einmal gucken, ob hier Mäuse sind. Aber das erklärt natürlich unser Bild. Ich erspare euch die unflätigen Bemerkungen dazu, dass ich die Rähmchen nicht auseinandergekriegt habe. Die waren echt Beton. Aber die waren heil. Es war tatsächlich keine Maus da drin. Sonst würde man hier auch Wabenreste erkennen können. Also nee, muss ich zurückrudern, war kein Mäuseschaden. Sieht man eigentlich ganz gut. Und Varroa ist es auch nicht. Da ist auch jetzt nicht die Varroa schuld. Könnte man immer gern behaupten, aber nee, hier fehlt die Königin. Das alleine reicht aus, um diesen Schaden zu machen. Ich arbeite konsequenterweise ohne Rauch. Die sollen sich ja nicht vollstopfen und morgen wird es wieder kalt und der Darm ist voll. Und dann können die nicht raus. Ne, das ist nicht so das Optimale, wenn ich mit Rauch arbeite, wenn es kalt wird. Und natürlich muss ich wissen, sind sie aggressiv oder nicht? Und wenn sie nicht aggressiv sind, dann ist das schon sehr gut. Aber wie gesagt, die erste Kontrolle, vernünftige Kontrolle, mache ich dann, wenn das Wetter besser ist. Und wenn es, obwohl 18 Grad, ja, eben war es sogar 19 einmal. Ich hatte ja gehofft, dass es 20 ergeben würde. Aber na, da so weit sind wir noch nicht. So. Man hätte es am Flugbild schon erkennen können. Bei dem Volk war kaum was los. Dieses Volk fliegt. Und leider ist der Deckel auch ziemlich fest gemacht. Und natürlich habe ich die Folie nicht. Aber viel Futter ist drin, sieht man schon so. Und so wie die sitzen, geht es denen gut. Also hier brauche ich noch nicht richtig ran. Ja, ja, machen wir es so. Und noch wenig auf dem Deckel. Fast sauber, Rest wird wegfliegen. Weil heute ist wirklich Flugwetter, deswegen macht man solche Sachen immer nur bei Flugwetter. So, mein Hübschen. Die können jetzt für 3 Tage nicht raus. Aber das ist okay. So. Da das Volk so schön sitzt, sind da Drohnenmütterchen drin. Ja. Und die versuche ich jetzt mit dem Trick auch so ein bisschen herauszubekommen, dass ich sie nicht zusammenlasse. Es ist immer ein Risiko dabei.
Deswegen schön starkes Volk aussuchen dafür. Es hat aber auch wenig Wert, alles zu vernichten, was geht. So, das Volk sitzt gut. Und jetzt gucken wir mal, dass ich die Windel wieder sauber bekomme. Also reinpacken, schauen, was da rauskommt. Noch ein Grund, warum ich die nicht auf den anderen gepackt habe, ist natürlich, der eine ist in Prüfung und der große hier hat noch eine Altkönigin. Da macht es halt keinen Unterschied. Ich darf ja auch nicht die Volksstärke verändern. Ja. Okay, hier sieht man wieder den Unterschied. Ja. Futter ist genug da, würde ich mal so sagen. Und man sieht, hier habe ich auch eingeweißelt. Da muss ich einmal gucken, ob es auch noch die Königin ist. Ja. Und wie schön ruhig die sind. Lager habe. Ich zerstöre regelmäßig Rähmchen und ich kann es nur sagen, das Ding ist wirklich gut mit der Ecke. Dann lagert sich da zwar viel Propolis an, aber es ist leichter zu knacken, als wenn das Holz damit verklebt ist. Deswegen werde ich, glaube ich, auch auf diese Rähmchen umsteigen, aber nach und nach. So, Futter ist genug da. So. Na komm. Einmal Spionage, das Ding heraus. Die sind etwas unruhiger. Ist aber auch eine andere Linie tatsächlich, eine, die ich noch nicht kenne. Habe ich mir zwar auch in Kirchhain geholt, aber von einem Züchter, der aufgehört hat. Stifte sind da. Da ist auch Brut. Ne, zur Brut. Ich weiß nicht, ob ich die Stifte hier mit der Kamera drauf kriege. Aber ich kann es mal versuchen. Aber die scheinen etwas unruhiger als die Rasse von. Aber erstmal gucken, ob es die Königin noch ist. Ja, wer weiß. Also Stifte sind da. Oder auch nicht. Da.
So ein Volk macht natürlich Spaß. Wir gucken mal eben, ob ich die Königin finde. Aber nur noch eine Wabe. Weil Stifte habe ich. Und so entscheidend ist das nicht. Nur für die Planung wäre es gut. Und es ist die Königin. Gelbes Zeichen. Und somit kann ich sie planen. Aber wie gesagt, da ist das Volk schon etwas unruhiger, als man erwarten würde. So. Und dann setzen wir die letzte noch mal rein. So, damit ihr auch was sehen könnt. Na, also hier muss ich schnell auch was aufsetzen, aber mit schnell meine ich nicht sofort. Aber tatsächlich, spätestens in 14 Tagen ist es soweit. Dann wird hier auch Zobus gemacht. Aber ihr seht auch hier, das Brutbild zeigt eindeutig, die sind noch gerade erst im ersten Moment. Da sie so schön groß überwintert haben, habe ich halt weniger Probleme und kann entspannen. Ja, manchmal ist es gut, einzagig zu überwintern, manchmal ist es gut, zweizagig zu überwintern. Ich mache das immer vom Volk abhängig. So, das hier war ein Problemvolk. Ja, und weil das Volk wirklich aggressiv war, habe ich da jetzt zwar eine Königin drin, aber ich weiß nicht, ob da noch alte Bienen von der letzten drin sind. Da muss ich mal gucken. Aber sie sollten jetzt deutlich ruhiger sein. Aber es ist die gleiche Anpaarung wie die vom letzten Volk. Also Geschwister. Und deutlich weniger. Wieder alles kaputt hier. Wenn es dafür eine bessere Lösung geben würde. Aber wie gesagt, die Rähmchen mit dieser Kante, da hatte ich das Problem noch nicht. Und hier muss man nur genau herumhexen, bis man sie rausbekommt. Also Futter ist genug da, sehe ich aber von hier auch schon. Na, wenn man so schräg reinlugt, sieht man es immer, wie viel Futter da ist. Und jetzt gucken wir mal, ob hier überhaupt noch ein Volk da ist und wie die drauf sind. Und sie sind natürlich in der unteren Sage. Wie schön. Die holen sich hier nur das Futter. Ja, also man sieht, da ist ein bisschen was aufgemacht, aber eben nicht flächig. Es kommt noch nicht viel rein, also machen die auch nicht viel auf. Das hängt aber immer von der Größe auch des Volkes ab, wie viele Zellen geöffnet sind. Wenn sie flächig eintragen, kann man sich immer merken, hat man Tracht. Das finde ich immer schön. Aber hier ist auch noch keine Brut. Nur Futter wird geholt und zwar richtig viel. Naja, so bösartig sind sie nicht mehr. Ja, also die sitzen wirklich in der unteren Zage. Das ist ganz entspannt. Ja, und man sieht hier
von hier aus auch wirklich, dass hier überall Futter ist. Ja, die haben noch ausreichend und Genüge. So wie es sein soll.